Die Geschichte von Fürstin Masako. Eine Masako-Geschichte. 1 von 9. Fürstin Masako und die Frauen des Adachi-Clans gelten als exzellente Kriegerin. Und genau die werden wir jetzt hier besuchen. Gut, dass wir die Brücke geräumt haben. Wir müssen eh rüber. Ich scheine hier rüber zu müssen. In die Richtung sollen wir. Das sieht gut aus. Was ihr könnt! Yumhige Samurai! Ja. Das war ja jetzt hier nichts. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Schauen wir uns um. Nichts? Ist nicht viel. Schnell da rein, dann geht es weiter. Oh, nichts. Okay. Ja, dann. Bald können wir ausruhen. Ein bisschen querfällt ein, ist auch nicht ganz so verkehrt hier. Adachi Anwesen. Das Anwesen des Adachi-Clans. Fürstin Masako müsste hier sein. Fürstin Masako, Krieger des Adachi-Clans. Ist jemand hier? Sieht nicht ganz so aus. Tötet ihn! Sag mir, wo sie ist!
Wer waren diese Männer? Keine Mongolen, keine Banditen. Ich muss rausfinden, was hier passiert ist. Erstmal durchsuchen. So geht das. Ich dachte, ich kann da durchspringen. Aber hier sind mehr Vorräte. Leder. Und die Tür ist jetzt. Die Tür schließt ja drin. Jemand ist hier eingedrungen. Blut. Hat jemand überlebt? Eine Naginata. Die Waffe der Frauen des Adachi-Clans. Sie haben ihre Familie verteidigt. Sie haben versucht zu entkommen, haben die Kinder durchs Fenster gereicht. Ja. Falls jemand überlebt hat, ist er vielleicht zu Pferd geflohen. Ich schaue in den Ställen nach. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal zu den Ställen. Leere Ställe. Jemand nahm die Pferde mit. Das Blut ist trocken. Hufspuren. Jemand ist von hier geflohen. Es gibt eine Spur. Folge den Fußspuren. Naja. Fußspuren sind Hufspuren gewesen. Fußspuren. Der Reiter wurde verfolgt. Lauf mal. Da gehen sie weiter. Bogenschützen haben den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste, wie man Pfeilen ausweicht. Da. Ein totes Pferd. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Seit Tagen tot. Oh. Fürstin Masako, ich bin's. Jin Sakai. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Ehemann? Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Für unsere Heimat. Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolen-Khan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten und eure Männer rächen. Der Adachi-Clan ist tot. Massakriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein, stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der Letzte seines Clans zu sein. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Folge Masako. Los, auf geht's. Ich habe Feinde bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten.
In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Mongolen aufbrachen, kamen Attentäter zu unserem Haus. Meine Schwester nahm die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich in Komoda. Für mich war es nicht vorbei. Ich habe sie hier begraben. Mit dem Rest unserer Familie. Okay. Die Toten Ehren. Ich habe versucht, sie zu retten, aber die Mörder erwischten sie auf der Straße und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Natsu. Sie war gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollen. Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Wieder folgen. Gott. Kommt. Wir reiten zum goldenen Tempel. Hier! Und ihr musstet das allein ertragen. Ich bin nicht allein. Die Mörder sind am Leben. Habt ihr diese Männer schon mal gesehen? Nein. Sie waren aus einer anderen Präfektur. Und führten einen geplanten Angriff auf ein Samurai-Anwesen durch. Das war kein Banditenüberfall. Irgendjemand wollte meinen Clan auslöschen. Ihr werdet ohne mich reingehen müssen. Findet den Mönch namens Sogen und erzählt ihm vom Schicksal des Adachi-Clans. Was habt ihr vor, Fürstin Masako? Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Sogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Das werde ich tun. Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Der Tempel. Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Ja. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte, nennt mich Junshin. Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weiter sagen. Wenn Sie die Reise nicht schaffen, gibt es bei Ariake auch Lager. Ich versorge sie mit so viel Essen, wie ich kann. Gut zu wissen. Ich suche einen eurer Mönchsbrüder. Einen Mann namens Sogen. Ich glaube, er fegt die Tempelterrasse. Hab Dank, Junshin. Setzt euer gutes Werk fort. Jippa. Fürst Sakai! Schön, euch zu sehen. Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Eine Ehre, dass ihr euch an einen einfachen Hausdiener erinnert. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollt ihr ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten und... Bitte, nehmt diese Geschenke an. Habt Dank, Gonjiro. Und alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo. Wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. Was haben wir denn für ein Geschenk hier? Fensterkrieger. Für einen stolzen Krieger zu Shimas hergestellt. Okay. Fensterkrieger. Das sieht gut aus. Nehmen wir. Schon mal irgendwas anderes? Weißes. Blaues. Das kann bleiben. Und die kaputte Rüstung bleibt auch erstmal.
Gibt es Vorräte in dieser Gegend? Das weiß ich nicht. Doch die Kami helfen euch, wenn ihr ihnen Respekt erweist. Findet die Tori-Tore und folgt ihnen zu einem Schrein. Dort werdet ihr fündig. Es heißt, ein Kami-Talisman könnte das Schicksal ändern. Solche Hilfe brauche ich. Sprich mit dem fegenden Mönch. Ich weiß mal zu dem Mönch. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Danke für eure Zeit. Natürlich. Das werde ich doch gerne ausrichten. Ich muss die Rüstungsschmiede finden. Genau. Ups, war kein Lad. Ah, aber Vogel, die nehmen wir mit. Und da hinten ist er. Etwas Gutes haben die Mongolen ja doch für mich getan. Ein Wunder, dass die Mongolen ganz erschreckt. An meiner Rüstung zerbrechen die Mongolen Waffen. Machen wir. So. Fürstin Masako schickt mich. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. So tue dies. Samurai-Clan Rüstung. Eine robuste Rüstung, die einst einem der Söhne von Fürstin Masako gehörte. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Ausrüstung. Sakai Stahl. Bogenmacherin, Schwertschmied, da ist hier ein Schwertschmied. Ich denke, er hat gerade auch schon gesehen. Ja. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Das Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. So, ich habe genug. Also mal. Ausbalanciert, scharf und tödlich. Perfekt. Machen wir das hier auch mal. Es wird euch gefallen. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Mhm. Ihr habt meinen Dank. Aber ihr seid Vorräte. Euer Schwertarm beschützt uns alle, mein Herr. So sieht's aus. So. Wir haben noch eine Bogenmacherin hier. Wo ist die denn wohl? Die nehmen wir natürlich auch noch mit.
schnell die Mongolen alles eingenommen haben. Bevor wir sie sahen. Geschenke. Die Ältesten befreien uns, das Tor zu schließen. Aber es da ist die Bogenmacherin. So. Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk, Herr. Ich stelle sicher, dass euer Bogen im bestmöglichen Zustand ist. Ich weiß zu schätzen, was immer ihr tun könnt. Es ist mir eine Ehre. Bringt mir nur die nötigen Rohmaterialien und überlasst mir den Rest. Tadayori Nagao wäre auf diesen Bogen neidisch. Euch fehlen die benötigten Materialien. Okay. Tut mir leid. Aber möge euer Pfeil stets treffen. Das wird er. Jetzt sowieso. Wisst ihr, wer nicht gehört? Yasunori. Yasunori ist ein elender Shiremi. Dann gehen wir mal so first in. Was sie uns sonst noch so zu erzählen hat hier. Ihr habt die Rüstung. Ja. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Zogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Okay. Ihr glaubt, Sogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Sogen kam zu Beginn des Herbstes aus Kameagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision, Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Was haben wir denn hier? Das ist Sogan. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Aber wir haben seit Tagen nichts gegessen. Hier können wir hinunter. Mhm. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Schön ins hohe Gras, da sieht er uns nicht. Ob mich wohl jemand gesehen hat? Nee. Deckung. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir. Natürlich gehen wir. Hin? Was ist das? Tiere. Nur Rehe. Latscht aber ganz schön weit.
War schön, so ein paar Sachen können wir jetzt hier unterwegs einsammeln. Versteckt euch. Keiner da. Hier hin. Das alte Gasthaus. Gehen wir näher ran. Hier. Unauffällig. Ein. Okay. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Der hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren. Jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Komm erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Hier bin ich! Okay. Für den Adachi-Plan! Und den auch noch. Weg mit dir. Oh, noch einer. Tut mir leid, die Zeit muss sein. Es gibt kein Entkommen, Sorgen. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich. Den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Ja! Oh. 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 Masako! Oh. Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir.
Ich suche das Gasthaus, das machen wir mal hier noch. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Geht's weiter? Der Lohn für den Mord an Kindern. Mehr waren ihre Leben nicht wert. Was auch immer das ist. Hm. Namen. Und ein Symbol. Masako kennt sie vielleicht. Sprich mit Fürstin Masako. Das tun wir. Habt ihr etwas gefunden? Ja, habe ich. Bin sofort bei dir. Ich guck nur kurz, ob hier noch irgendwas rumliegt. Und das können wir ja mitnehmen, ne? Eine Liste mit Namen und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir, dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Wenn ihr gemeinsam Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun. Brava, Kage. Rekrutiere Fürstin Masako. Das haben wir geschafft. Technikpunkt. Und meine Legende wächst. Die Hoffnung der Menschen. Maximale Gesundheit erhöht. Schön. Wähle eine neue Geistwaffe. Was haben wir? Schwarzpulverbombe. Rauchbombe. Haftbombe. Windglocke. Eine mit Pech bedeckte Bombe, die an deinem Gegner haftet, bevor sie explodiert. Scheine dichte Rauchwolke zu deinen Füßen frei, sodass Gegner dich aus den Augen verlieren. Okay. Sprengstoff, der bei Gegnern in der Nähe Schaden verursacht, den sie zum Taumeln bringt. Ich finde, das hört sich gut an. Tee auf einem Päckchen Schwarzpulver. Es bleibt kleben, wo ich es hinwerfe. Kein Entkommen vor der Explosion. Die Explosion einer Bombe fügt dir keinen Schaden mehr zu, wenn du nehmen direkt. Besser ist das. Gut. Können wir zwei machen? Schnellfeuerwaffen wechseln. Okay. Jo. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge. Macht eine Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.